gleich. Naja. io.read. Geil. Aber war io.read denn? io.read müsste das Richtige sein. So, und dann do if turtle detect gleich true, dann ist das hier ein Punkt, der ausgeht. Und detect. Oh, die Leute denken sich bestimmt jetzt auch, ist klar. Was sie doch denken. Oh, mein Handy. Detect. Bla, müsste eigentlich so passen. Na, meine Leute, ich quatsch gerade nicht so viel, weil. Oh. Dass er das erklären kann. Also. Labern kann, was er dann macht. Wen juckt? Steht ja keiner von euch. Hä? Moin. Keiner von euch. Bei deinen Leuten, die das bei dir zuschauen. Die denken sich nach 3 Minuten auch, tschüss. Das verstehe ich nicht, ich geh wieder. Ja, das müsste aber gehen. Heul doch. Nein. Doch. Muss gehen. Ach, glaube nicht. So. Jetzt mal PC. Halt's mal. Das scheiß Ding, Alter. Wie auch oben. Ich sterbe gleich. Wir haben gar nichts eingestellt. Die Dinger landen hier ständig. Ja, aber wir haben gar nichts mit den Ständen schon mal eingestellt. Mal hast du das ja. Recht oft welche kommen und mal nicht. Und du halt die Schnauze. Oh. Ha! Was? Ha? Schafft? Ja. 1, 2. So. Das Ding wollen wir auch. Das. Und die T-Shirts eher. Cool Dust. Da habe ich ja noch Cool Dust. Yay. Zack. Das hier denn, warte mal, es ist nicht mit leicht gleich, ne? Schau mal. Then expected is on then. Was will der eigentlich von mir, if? Will ich halt verarschen. Nee, die Turtle will nicht alles. Jetzt aber zu wollen. Ja, aber zu wollen. Zeile 8, expected then. Ja, hab ich doch, fick dich. Also, for x do. If turtle.detect up. Gleich true. Klammer, Klammer. Warte mal, oder hast du gleich gemacht? Was? Hast du gleich gemacht, gleich denn, oder hast du gleich denn? Also, x gleich 1, y gleich... io.read for h gleich 1, y do if turtle.detect up Klammer auf Klammer zu gleich true then nee, kann sein dass du gleich then true. Warte mal, okay. Das hab ich nämlich beim PC warte mal, wir können das mal, ich hab den gleichen Mist nämlich am PC nämlich auch drin. Ach. Detect up müsste doch ein Boolean sein, oder nicht? Lass ihn doch helfen. Und ein Boolean ist doch true oder false. Und true oder false kann ich doch mit then abgleichen. Oder mit gleich. Ach, wie war das nochmal hier? Wie kam ich. Ach, edit start up. Wieso sag ich doch. Warte. Das ist ein Boolean. Event. If Event ist auf jeden Fall gleich. Denn. Ach so, warte. Ja, okay, man muss das ohne den True machen. Der nimmt das einfach direkt. Ja, das ist einfach, wenn man nicht mit einer vernünftigen Programmiersprache arbeitet, sondern nur mit Lua. Weißt du, wie scheiße das sonst ist? Ja, da ist das noch viel schlimmer. Jetzt will er noch was hier in Zeile 8 haben. If turtle.detect item counts x. Das ist wieder ein gleich hin, nicht? Normalerweise braucht er immer gleich und dann kommt denn. Ja, warte. Normalerweise. Nee. Außer bei ein paar Argumenten. Ja, aber ich kann doch auch x plus 1 einfach ganz trocken schreiben in der Zeile. Ja. Will doch machen. Er will hier aber noch was von mir. String. Bauen gleich.
Lass mal so. Ach so, das wäre ja ein Zähler, nicht? Das heißt, ich muss den Zähler umschreiben. Das heißt, warte mal. X gleich 1. Pick up. If turtle get item count. X 1. Ja, gleich sorry. 0. Wenn das ist richtig was für Centos. Diese Scheißsprache. Ach, ich hab mir das schon mal angesetzt. Ja, da hab ich jetzt schon mal Kamera drauf. Und hast du schon mal nicht. Wie ein Bekloppter probiert, weißt du es noch? Gut. Ein bisschen dafür noch... habe ich ja schon geschrieben, ja. Was leicht ist, aber naja. Item Count. Print, was haben wir denn hier? Meadows. Warte, warte, kann ich nicht. Warum macht der das denn nicht? Will der mich irgendwie ärgern? Ja. Ja. Bau Noble. Er will dich nicht ärgern. Force unusually 9 die und die. Ist aber kein Gleich, der braucht keinen Gleich, der muss ja nur detecten, dass wenn es am Gleich ist. If Turtle get item count. Warte mal. If Turtle get item count. Ist das hier irgendwo? Da haben wir noch welche. 1, 2, und hier könnte 3. Ich eigentlich. Ja. Okay. Ach, okay, ich wollte ja das machen auch noch. Natürlich habe ich jetzt kein Tin dabei. Up down Tanks. Noch? Okay, als werde ich angeschrieben. Ey, wie immer, ne? Nee, diesmal. Boah, jetzt werde ich noch drüben angestopst. Da reagiere ich aber nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust zu. Naja, glaube ich dir. Oder? Ist da jemand? Warte mal. Ah, Gott sei Dank. Ist nichts Wichtiges oben. Okay. Für Ruhe. Da müsstest du wirklich kurz rüber, ne? Ja, warte auf Admin, warte auf Donator-Rechte, Polizei, warte Sub oder so, ey. Das... ja. Ich hab grad 10 Euro gespendet. Meine Güte. Das geht nicht. Ja. Sag mal, steht bei mir Krösus auf der Stirn oder was? Irgendwie war das voll klar. Das ist der meiste. Aber warum kann man nicht einfach irgendeine Zahl plus 1 rechnen? Normalerweise. Weil das eine Variable ist, du Vogel? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, das ist eine Zahl. Ja, aber wenn du plus 1 machst, ist eine Variable. Ich habe x gleich 1. Also ein Integer eigentlich. Ja, und dann wolltest du mit plus 1 machen. Ja. Und wenn das reinkommt, ist das eine Variable. Ja. Nein. Ja, nein. Nein? Doch. Hä? Stehe ich jetzt nicht. Nein. Wenn ich x gleich 1 sage und dann sage ich if turtle get item count x, also if turtle get item count 1, also den ersten Slot, unter Größe 1, also weniger als ein Item, also 0, wenn x plus 1, also das heißt, ich soll den zweiten Slot. Ist 2 die zweite Variable, weil du 2 sonst nicht angegeben hast. Nee, ich nicht. Was soll ich schreiben? Ich bin verwirrt jetzt echt. Warum machst du das nicht über Select? Select Item Slot 1, dann geht er alle durch. Das kannst du doch auch machen. Warte mal, Turtle.select. Dann Klammer Item, auf, ja. X plus 1, müsste doch gehen. Mhm. Ah, er stimmt, er frisst es. Weil standardmäßig ist dein X 1. Da du aber plus 1 machen möchtest, ist die Variable immer ja, 2 also, plus... Einfach, fick dich. Ja, das ist... Ich liebe dich auch. Ich hab mein Programm jetzt einfach so geschrieben, dass es läuft. Sieh noch mal wissen, auf welcher Tür ich das Gespräch hier hab. Liebe dich ja auch. Mensch, ey. Weißt du, meckert da rum, ne? Und sag ich dir was, dann hörst du wieder nicht drauf. Nein, nein. Ach, halt die Klappe. Ja, ja. Ja, das ist Lua, so eine Dreckssprache. Das ist ein Rotzprogramm. Ja, ist mir schon klar. Das ist einfach zum Kotzen, da kommst du doch einen ganzen Tag nicht drauf klar. So, wo tue ich das immer hin? Ja, wie noch Platz. Da
Jetzt höre ich das Kotzen mal, alter Schwede. So, then, select. Klammer auf, X. Ist das nur Scheiße? Ist auch. Du hast halt ein Kotzprogramm. Du bist halt einfach schlecht, Punkt. Schlecht, Punkt? Schlecht, Punkt. So, und jetzt mache ich genau einen, jetzt mach ich genau einen Block rein und theoretisch müsste er dann nur das bauen können. Oh, Emerald Shard. Oh. So. Wo hab ich den Nachholz? Das. Ja, vergessen. Cool. Ich glaube, das reicht erstmal. Scheiße, ich kann nicht mehr fliegen. Oh. Ich kann nicht fliegen und deswegen baut sich die Turtle jetzt hoch, aber ist egal, ich habe noch ein paar mehr Turtles. Willst du irgendwas, wo du Strom produzieren kannst? Ich habe noch was. Ich brauche nichts, wo ich Strom produzieren kann. Ich brauche eigentlich eher ein Jetpack. Weil sonst kann ich nicht fliegen. Wollt doch Zentos machen. Ich bin auch gerade dabei. Seit einer halben Stunde ist er dabei, ein Teil zu craften. Ja, das ist nichts Neues bei dem. Unfassbar, also. Ja, nichts Neues bei mir, halt Smallflash. Fragst, was der ganze Tag gemacht hat? Ja. Laber nicht. Was denn? Was sind die ganzen Folgen immer gewesen? Ja, Hund. Mal ist das halt so. Da frage ich dich, was hast du gemacht? Ja, gar nix. Nee, manchmal mache ich auch nicht. Manchmal brauche ich nur Scheiße. Ja. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja. Wie war nochmal Turtle-Punkt, also dass sich das System resettet einfach auf Stopp? Shell One Clear. Willst du also ganz komplett stoppen oder neu starten? Ich will die Turtle einfach, wenn sie keine Items mehr stoppen lassen. Willst du alles Slots benutzen mit dem gleichen Item drin, ne? Ja. Dann gib den doch einfach den Befehl. Warte mal, lässt du wieder sortieren? Lässt du, dass er zum Beispiel, ich weiß nicht, macht er erst den ersten Slot voll, den ersten Slot leer, den zweiten, den dritten, den vierten. Ja, ja. Dann schreib doch einfach if Slot 16 gleich 0. Shell 1 stop, warte mal, war das stop oder? Exit. Weil Exit ist ja dann verabschiedet es sich aus dem Programm raus. Turtle get item count. Weil wenn der nämlich am letzten angekommen ist, dann hat er ja die letzte Chance dafür, sozusagen. Ja, da musst du mir nur noch sagen. Ja, jetzt bin ich überlegen, ist das Shell 1 Exit? Weil Clear räumt dann nur das Programm auf. Shell exit. Exit the current shell. Sollte es doch gewesen sein. Bin jetzt gerade. Da fragst du mich jetzt, ist das exit? Das müsste egal. Ich hab das ja hier drin in der API. So, jetzt muss ich im Prinzip ihm nur noch sagen, dass er dann das abbrechen soll, genau. Und ihm noch sagen, dass wenn er dick abmacht. Wenn er nach oben gerät, hat er automatisch was im Slot, nicht? Ja. Ja, da muss ich erst Turtle. Turtle select. Was select richtig da? Select Nummer 16. Ja, select 16. Dig up Turtle. Das heißt clear, also was heißt leer. Leer. Empty. Eigentlich muss es droppen. Das Item droppen. Einfach wegdroppen. Ich hätte mehr braucht. Item Punkt. Drop down. Ne, warte mal, Item-Drop-Down funktioniert nicht, weil ich keine Kiste oder was. Ja, das ist das Problem, der wird dir nichts rausspucken. Doch, man kann das machen, dass er das rausspuckt. Einfach Punkt Drop. Ja, einfach Punkt Drop, in keine Richtung. Müsste er das machen. Turtle-Punkt Drop. Dann Turtle-Punkt up. Else Turtle-Punkt up. Das and passt. If Turtle get items count auf 1. Turtle-Punkt select plus 1, genau. So, und da muss ich jetzt im Prinzip. Genau, als Turtle Product. Lululululu. Das ist so still.